Okay, das hatte nicht so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Von daher probiere ich jetzt etwas anderes aus. Ich verändere noch ein wenig die Skalierung und versuche das so zu starten, dass ich die Vorschauoption oder die Vorführoption überhaupt nicht benutze, um das Video dann dennoch zugänglich zu machen auf Twitch. Oder auf eine gewisse Art, dass ich diese Möglichkeit habe, dies so umzusetzen, wie ich mir das denke. Das bedeutet, ich gehe jetzt einfach auf die nächste Folie und spiele den Trailer manuell ab, um das dann sehen zu können, wie das funktioniert. Der Ton noch zu hören ist, ja, der Ton ist zu hören. The legendary title. Kann man hier noch. Ups. Jetzt habe ich das unterbrochen. Halb so wild. Ich starte das nochmal, weil ich wollte versuchen, dass die Punkte damit vielleicht ganz zu sehen sind. Das bedeutet, Präsentation The ist zu. legendary title. That changed SRPGs forever. Struts onto the PC. In Disgaea, there are no limits. If you can dream it, you can achieve it. Isn't that a little overkill? That's too sexy. I'll finish this. Fighters casting spells? Aegis using guns? Dragons casting heals? We challenge you to a game of baseball, dude! Baseball? Play more! Etna. Yes? Kill him! Certainly. You can tackle any stage, any way you want. With strategy, with finesse, with a bunch of cat girls. Here we go, blue, yellow, tramp. Ditch the melodrama and angst. Disgaea lightens the mood with humor, attitude, and general ridiculousness. The brain of Mahogany, a famous sorcerer, the iron body of Hercules, and a horse wiener. Did he say a horse wiener? As the overlord of SRPGs, Disgaea is coming to claim the realm of PCs too. Disgaea PC. Coming to Steam, February 24th, 2016. Here. Download the darkness. Level up, Ego. Okay, das war der Trailer. Ich wollte etwas ausprobieren. Es hat jetzt mehr oder minder zwar funktioniert, aber nicht in der Darstellung, wie ich das gerne sehen möchte. Da bleibe ich weiter dran, vielleicht fällt mir eine Lösung dafür ein, wie ich Keynote-Präsentationen vorführen kann in der richtigen Skalierung, so dass man daraus etwas mehr machen kann.
Ich vermute ganz stark, dass man möglicherweise mehr Bildschirme benötigt, damit man das alles gesondert besser darstellen kann und vor allem, dass man OBS Studio dann so benutzen kann, dass man dabei sieht, dass die Skalierungen richtig gewählt sind. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf Vorführen gehe und die Präsentation starte, dann wird der ganze Raum eingenommen und bei OBS nicht die Präsentation aufgenommen, sondern die Monitoraufnahme für den Präsentator. Das war etwas ärgerlich, aber gut. Ich schaue weiter, das war jetzt Outtake, Test-Outtakes quasi, um die Qualität weiterhin zu überprüfen. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen, bis demnächst. Tschüss.